Super, vielen Dank. Ja, nach ein paar sehr spannenden Vorträgen nochmal herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Andreas Nebmeier, bin bei EBM zuständig für den Bereich Vertrieb und ja, habe hier die Ehre, Ihnen heute ein bisschen was zu erzählen über den ja, neuen Weg zu PLM oder wie wir uns das Ganze vorstellen. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier uns Gedanken gemacht, wie so eine Reise aussehen könnte. Beginnt einmal von der Idee her und hat ja der Günther Müller bereits ganz zu Beginn die PLM-Umsetzung schon mal erklärt, von der Beratung zur Umsetzung bis hin zur Betreuung der PLM-Landschaft. Die Reise beginnt eben meistens dann Interesse vom Kunden grundsätzlich, dass man sich das einmal anschaut, waren ja heute auch schon ein paar interessante Fragen dabei, Bedarfsermittlung etc. Ich möchte mich heute vor allem hier um den vorderen Bereich hier kümmern. Und zwar geht es hier um die Fragen nach dem Was. Was ist das eigentliche Thema von so einem PLM-Projekt? Die nächste Frage ist dann das Warum. Das ist die Frage nach der Motivation. Und dann geht es um die Zuständigkeit. Wer ist denn für das Thema Zuständigkeit? Last but not least dann auch, wie man so ein Thema dann umsetzen kann. Und wenn uns noch ein bisschen Zeit bleibt, hätte ich noch ein paar Tipps, wie man so Umsetzung dann gut darstellen kann. Ja, beginnen wir gleich mal beim Was. Die Frage nach dem Was ist der Einstieg in solche PLM-Projekte. Jedes Projekt muss den Fokus auf die digitale Transformation haben. Denn es gibt nicht nur die Frage darum, jetzt zu sagen, ich möchte ein weiteres Tool ablösen oder ich möchte hier die Dinge ansprechen, smarter, faster oder together, wie es der Thomas gerade gesagt hat. Denn in Wirklichkeit geht es eigentlich darum, die Digitalisierung dort darzustellen. Und die erfordert einfach eine gute Vorbereitung und eine Planung. Und ganz, ganz wesentlich eben auch die Frage nach dem Warum. Diese vier Themen, die Sie hier sehen, haben wir heute schon ansatzweise angerissen. Die werden sehr häufig mit dem Thema digitale Transformation in Verbindung gebracht. Jedes dieser Themen hat natürlich seine Berechtigung und spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn es um die digitale Entwicklung geht. In Wirklichkeit geht es bei digitaler Transformation aber um ganz andere Themen. Da geht es um knallharte Werte und KPIs. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Werte, an denen es sich orientiert. Die sind mal mehr oder weniger ähnlich von Marktbegleitern oder vom Markt, aber im Wesentlichen unterscheiden sie sich natürlich. Zusammengefasst, auch wenn man das Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit hier ganz, ganz wichtig in den Fokus nehmen muss, gibt es aber immer wieder noch drei Hauptthemen. Das Monetäre, der Profit, die Zeit, die Qualität, das sind diese Hauptthemen, um die es immer wieder geht. Wie kommen wir jetzt zu diesen Themen? Wie können wir die genau erörtern? Mit diesen Business Values, die wir hier adressieren, haben wir den Reason to Act. Das heißt, da haben wir drinnen den Bereich, wo sind die Themen drinnen? Geht es um Zeit? Müssen die Entwicklungszeiten verkürzt werden, Produktionskosten gesenkt etc.? Wenn ich diese Gründe erforscht habe, dann kann ich mir Gedanken machen, was sind die erforderlichen Änderungen, wo muss ich die Änderungen ansetzen und wenn ich das gelöst habe, dann kann ich mir um das Was, also wie kann ich diese Änderungen umsetzen. Wenn wir diese Werte jetzt gemeinsam erörtert haben, dann können wir uns Gedanken machen, was sind die Kosten? Was sind die Kosten und die Risiken dieser Digitalisierung? Erst wenn ich das habe, dann kann ich mir auch Gedanken machen über den tatsächlichen Business Value. Und nur wenn der Business Value die Kosten und die Risiken bei weitem übersteigt, dann habe ich auch eine Entscheidung für eine Investition und für eine Umsetzung einer Digitalisierung. Ja, wenn wir jetzt diese Themen betrachten, ist es eigentlich irgendwo logisch, die Frage nach dem Wer. Welche Personen sind für diese Transformation jetzt erforderlich? Wer muss das treiben?
Die Frage nach dem Warum wurde ja schon eindeutig mit den wichtigen Unternehmenszielen und den Business-Treibern oder Business-Values beantwortet. Darum ist es auch nur logisch, dass die Verantwortung für so ein Projekt, für die digitale Transformation durch die Unternehmensführung initiiert, gestartet und begleitet werden muss. So, wie kommen wir jetzt vom Warum zum Wie? Dazu benötigt es ein gemeinsames Vorgehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Aber alle Methoden haben im Wesentlichen folgende Aufgaben. Ein gemeinsames Verständnis der durch die Transformation zukünftig zu erreichenden Ziele. Auf diesen Zielen basiert auch die Planung und die schrittweise Umsetzung zwischen IBM und unseren Kunden. Diese Ziele werden durch ständige Kontrollen von KPIs, also diesen Value Indizes, vom Beginn der Umsetzung bis zum Go Live überwacht und werden bei Bedarf auch angepasst. Üblicherweise werden hier gemeinsame Workshops mit unterschiedlichen Abteilungen durchgeführt. Da werden nicht nur Business Values adressiert, sondern auch die dafür erforderlichen Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert. Das Ergebnis ist dann eine gemeinsame Sicht auf diese erforderlichen Veränderungen, die wiederum die Basis ist für die nächsten Schritte. Ja, ein paar Tipps für eine gelungene Umsetzung. Wir setzen seit vielen Jahren ja schon PLM-Projekte um, gemeinsam mit unseren Partnern von Dassault Systèmes und haben ja einiges gelernt, sind das eine oder andere Mal auch natürlich auf die Nase gefallen, sind auch wieder aufgestanden und haben uns überlegt, wie macht man das in Zukunft besser. Hier ein paar Tipps, um solche PLM-Projekte entsprechend erfolgreich umzusetzen. Das erste Thema geht es um die Änderung. Der Wille zur Änderung ist nicht gleich auch automatisch die Fähigkeit, sich zu ändern. Bereiten Sie Ihr Team auf die Änderungen aktiv vor. Begleiten Sie diesen Prozess stetig, entweder durch interne Maßnahmen, durch Betriebszeitungen, durch interne News oder eben auch durch externe Begleitung. Tipp 2 ist ein Tipp. Da geht es um die Out-of-the-Box-Lösung versus einer sehr, sehr highly customized-Lösung. Der Trend zu diesen standardisierten Lösungen, zu diesen Out-of-the-Box-Lösungen, hat einen ganz banalen Hintergrund. Es geht hier um Kosten. Denn die industrieerprobten Lösungen, die wir und Dassault Systèmes anbieten, haben sich über lange Zeit entwickelt und helfen dabei, Zeit, Geld und zu sparen. Und die Qualität solcher Projekte dann auch effizienter umzusetzen. Das heißt, das wäre auf jeden Fall einer der Punkte, die wir Ihnen sehr ans Herz legen wollen. Der Tipp 3 ist das Projektmanagement. Neben den Spezialisten wie den Michael, den wir vorher gesehen haben, unseren Solution Architect oder den Spezialisten dann für die Anwendung, den Piero, geht es hier vor allem um die genaue Planung, Abwicklung von so Projekten. Dafür steht unser Projektmanagement zur Verfügung und das ist aber ganz besonders wichtig, dass es eben auch auf Kundenseite ein entsprechendes Projektmanagement gibt, einen Projektleiter. Durch diese gemeinsame koordinierte Vorgehensweise haben wir die Möglichkeit, solche digitalen Transformationen erfolgreich umzusetzen. Ja, kurz noch zusammengefasst. Ein Resümee. Die digitale Transformation ist mehr als nur die Datenverwaltung oder Verwendung von neuen Werkzeugen. Im Fokus steht Business Values, das heißt Ihre Business Values. Durch die Planung und Steuerung mit Ihrem Management ist es möglich, diese Business Values und eine somit erfolgreiche Transformation zu erreichen. Das war es von meiner Seite. Haben Sie Fragen dazu? So. Moment, gibt es da bei den Genau. Eine Frage, Andi, ist aufgepoppt zum Thema Value Model, wie man sich das so vorstellen kann. Also, da gibt es ja, du hast diese Folie gezeigt. Wie findet dieses Mappen statt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil im Prinzip ist ja das auf der linken Seite das, was die Kunden sozusagen bewegt und rechts, wie die Lösung ausschauen kann. Wie kann man das jetzt wirklich
heruntergebrochen in die Situation vorstellen? Genau. Also es gibt hier grundsätzlich einmal dieses Format, wo man sich ansieht, was sind denn die grundsätzlichen Ziele. Zum Beispiel, viele unserer Kunden haben das Thema, die Entwicklungszeiten zu verkürzen. Gleichzeitig ist es aber das Thema, dass man die Mannschaft nicht so schnell aufstocken kann, wie es hier erforderlich wäre. Das bedeutet, mit gleichen oder nur gering gestiegenen Personalmöglichkeiten hier mehr Projekte durchzubringen. Und hier wird die Möglichkeit dann zu sagen, welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen? Welche Maßnahmen kann ich hier nehmen, um diese Ziele zu erreichen? Welche Benefits ergeben sich dann daraus? Und da haben wir hier eine Matrix, die hier erstellt wird. Die erstellen wir gemeinsam mit unseren Kunden, entweder vom Scratch oder eben auch mit Vorlagen. Es gibt für verschiedene Industrien, für Maschinenbau, für Automobilzulieferer, Luftfahrt, unterschiedliche Vorlagen, wo einfach aus der Industrie heraus verschiedene Themen schon vorab adressiert sind. Und an diese Themen kann ich mich dann anlegen und ich bekomme hier dann diese Matrix, die dann als Grundlage für die weitere Vorgehensweise und auch für die Entscheidungen zugrunde liegt. Ja, das klingt spannend. Also sicher beim einen oder anderen Kunden sicher interessant, das durchzuführen, denn gerade das herauszuarbeiten, was kann ich mir erwarten von der Lösung, wo wird sie mir helfen, das ist sicherlich sehr wichtig, auch für auf der Entscheiderebene dann. Ja, danke schön, Andi, dafür und danke für deinen Vortrag. Vielen Dank.